Hey YouTube oder wer immer und herzlich willkommen zu einem langersehnten, ja, Quick-Tipp-Video in der Unreal Engine. Und in diesem Video werden wir uns einen kleinen Fahrstuhl bzw. Elevator bauen und ich würde sagen, bis gleich nach dem Intro. Ja, hallöchen und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Quick-Tipp-Video seit langem. Ja, ich würde mal sagen, legen wir einfach mal direkt los. Was werden wir heute also machen? Ich habe jetzt einfach mal hier in der Testszene das mal ausprobiert. Wir haben hier so eine kleine Platte. Wenn wir über die Platte fahren, passiert noch nichts. Wenn wir aber auf dieser Platte sind und eine Taste drücken, in dem Fall die linke Maustaste, dann fährt diese Platte nach oben und wir können uns hier oben bewegen. Und wenn wir wieder auf die Platte gehen und nochmal diese Taste drücken, also nochmal die linke Maustaste, dann fährt er wieder nach unten. Wenn wir die linke Maustaste drücken, während wir uns nicht darauf befinden, passiert nichts. Auch wenn wir darauf schauen oder so, nichts passiert. Nur wenn wir uns hier drauf befinden, dann fährt er auch hoch. Und wie sowas geht, zeige ich euch in diesem Video. Dafür habe ich einmal hier eine neue Map erstellt, wo wir das recht gut testen können. Ich habe jetzt einfach mal hier sowas wie ein Fahrstuhlschacht sowas gebaut. Und hier so einen neuen Ordner erstellt, worin wir arbeiten. Zuerst erstellen wir uns eine neue Blueprint-Klasse. Das soll ein neuer Actor sein, den nenne ich jetzt einfach mal Fahrstuhl. So, in den Fahrstuhl gehen wir einmal rein und diesen Fahrstuhl, in unsere Blueprint-Klasse erstellen wir unseren Fahrstuhl. Wir können natürlich auch ein modelliertes Objekt nehmen und das in die Unreal Engine laden. Wie das geht, zeige ich euch in dem Video, was jetzt in der Infokarte verlinkt ist. Da könnt ihr euch nochmal anschauen, wie man es genau macht, dass man Objekte zum Beispiel aus Blender in die Unreal Engine importiert. In diesem Video geht es ja erstmal um den Fahrstuhl. Dafür erstelle ich mir jetzt einfach mal einen ganz normalen Cube. Hier ist der Cube. Und diesen Cube mache ich mal ein bisschen dünner. Wir wollen das ja nur so als kleine Platte haben, die aber ein bisschen dicker ist. So ungefähr. Und diese Platte mache ich noch ein bisschen größer, so ungefähr, das müsste eigentlich schon reichen. Ich hoffe, dass es nicht zu groß ist. Und das compilen wir und speichern wir einmal. Jetzt können wir das einmal wieder schließen und nehmen uns unsere Platte und ziehen sie uns hier rein. Na, größenmäßig passt das noch nicht perfekt, aber das können wir ja immer noch anpassen. Da gibt es ja hier so schöne Buttons, womit man hier noch so ein bisschen, ja, anpassen kann und noch ein paar Sachen vornehmen kann. So ungefähr. Ein bisschen weiter nach hinten. So, perfekt. Das ist sozusagen jetzt unsere Platte und diese Platte wollen wir jetzt animieren. Um eine Animation zu erstellen, erstellen wir die hier oben unter Cinematics und machen eine neue Matine. Eine neue Matine bzw. Methane oder wie die auch das auch immer im Englischen ausgesprochen wird. Haben wir hier die Möglichkeit in Form einer Timeline sozusagen Animationen zu erstellen. Und diese Animation können wir ganz einfach erstellen, indem wir unser Objekt erstmal auswählen. Dann machen wir hier einmal Rechtsklick unter den Tracks und erstellen uns eine neue Empty Group. Diese Empty Group nennen wir Fahrstuhl oder wie wir sie auch gerne nennen wollen. Und wichtig ist, dass jetzt unser Objekt ausgewählt wird. Wir machen nochmal Rechtsklick auf den Fahrstuhl, gehen unter Actors und dann Add Select Actors. Also alle Objekte, die wir selected haben, werden jetzt hier eingebunden. Jetzt nochmal Rechtsklick auf den Fahrstuhl und wir wollen natürlich eine Bewegung animieren. Wir wollen keine Farbe und keine Partikel animieren, sondern eine Bewegung. Ist theoretisch alles hier möglich. So, Movement ausgewählt und jetzt können wir sozusagen unseren Fahrstuhl einmal animieren. Hier in der Timeline sehen wir, wir haben hier 5 Sekunden, das brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Wir können auf 2 Sekunden das trimmen und wir nehmen uns diesen grünen Pointer hier und packen ihn, füllen das einmal hier komplett aus. Jetzt gehen wir ganz am Anfang und erstellen uns einen neuen Keyframe. Das ist die Position, wie gerade unsere Plane ganz unten sein soll. Jetzt gehen wir zum Endpunkt mit unserem schwarzen Timeliner und gehen hier ein bisschen, zoomen hier ein bisschen weiter raus und schieben uns unseren Fahrstuhl so nach oben. Das können wir natürlich auch ganz genau machen, wie wir es gerne haben wollen. So ungefähr. Ja, das passt ganz gut. Dann haben wir hier sozusagen unseren kleinen Fahrstuhl. Unsere kleine Animation. Jetzt erstellen wir noch ein Keyframe und jetzt sehen wir hier schon, hat sich so eine gelbe Line hier entwickelt. Wenn wir jetzt mal auf Play drücken, sehen wir, aha, die Animation wird abgespielt. Und wir können uns auch hier in der Timeline bewegen und sehen, wie unser Fahrstuhl auf und ab geht. Das haben wir jetzt schon mal hinbekommen. Jetzt können wir das hier einmal wieder schließen
Und jetzt ist es wichtig, dass wir einmal unsere Martine hier benennen. Die hat sich nämlich jetzt hier erstellt. Die sehen wir hier unten, hat sie sich hier erstellt. Die schieben wir uns mal hier so ein bisschen hin, dass wir sie auch sehen. Einfach nur aus Übersichtlichkeitshalber. Die könnt ihr irgendwo hinpacken, wo ihr wollt. Die ist eigentlich nicht unbedingt hier wichtig, wo sie jetzt steht. Und die benennen wir uns jetzt einmal um. Dafür wählen wir die einmal aus und gehen hier unten auf Details und benennen sie, wie wir sie gerne haben wollen. Ich nenne sie jetzt mal Fahrstuhl Animation. So. Das sollte ein sehr schlüssiger Name einfach sein. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Triggerbox. Was ist eine Triggerbox? Eine Triggerbox ist einfach nur ein Objekt, was einfach ausgibt, ob wir uns gerade in einer Box befinden oder nicht. Man kann das auch auf jedes andere Objekt auswählen, aber in dem Fall macht eine Triggerbox am meisten Sinn. Also geben wir hier oben unter Models Trigger ein und jetzt sehen wir hier auch schon Box Trigger und den ziehen wir uns einmal hier rein. Den können wir uns größenmäßig anpassen, wie wir wollen und wie wir auch lustig sind. Haha, wir sind so lustig. Und machen den hier so ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer, wie wir ihn haben wollen. Das müsste eigentlich auch schon reichen. Und dann haben wir sozusagen unsere kleine Triggerbox. Diese Triggerbox läuft aber noch nicht mit dem Fahrstuhl mit. Dafür wählen wir die Triggerbox aus und ziehen sie uns hier in unseren Outlider in den Fahrstuhl rein. So haben wir das jetzt sozusagen in unserem Fahrstuhl drin und wenn wir unseren Fahrstuhl bewegen, dann bewegt sich die Triggerbox auch mit. So, jetzt sind eigentlich schon alle Sachen gegeben, die wir brauchen. Wir wählen aber zuerst unsere Triggerbox aus und müssen jetzt einmal natürlich noch alles programmieren. Dafür mittels Blueprint gehen wir einmal hier in Blueprint rein und öffnen wir unser Level Blueprint. Hier habe ich das schon erstellt, das können wir einmal alles mal löschen. Und hier können wir dann sozusagen drin arbeiten, das alles programmieren. Ich habe jetzt einmal hier die Triggerbox ausgewählt, mache hier Rechtsklick, Add Event for Triggerbox 1, so heißt die momentan hier, und sagen einmal Add on Actor Begin Overlap und einmal das gleiche nochmal mit End Overlap. So, perfekt. Jetzt sagen wir, was er machen soll, wenn die Triggerbox sozusagen, wenn wir uns in der Triggerbox befinden. In dem Fall enable etwas, also enable input. Also er soll das aktivieren, wenn wir uns in der Box befinden und er soll es deaktivieren. Disable input, wenn wir uns nicht in der Box befinden. Jetzt weiß er natürlich nicht, dass wir uns in der Box befinden oder nicht, weil er weiß ja noch nicht, wer wir sind. Deshalb sagen wir einmal get player. Controller, get player, Controller. So, und den ziehen wir uns einmal in den Player Controller hier und einmal in den Player Controller hier. Perfekt, schon haben wir unseren Enable und Disable hier drin. Und den können wir uns jetzt hier weiter ausführen, wie wir wollen. Und wir brauchen zuerst eine Variable, die lösche ich jetzt hier einmal. Ja, wir erstellen uns hier mit dem kleinen Plus eine neue Variable, die nenne ich jetzt einfach mal AnimationToggle. Ihr könnt sie benennen, wie ihr wollt, Hauptsache ihr kommt damit zurecht. Wichtig ist, dass sie ein Boolean-Wert ist und dass sie auch editierbar ist. Das sind so, die Sachen, die recht wichtig sind. Das compilen wir einmal und jetzt ziehen wir uns die hier rein und sagen Set. Also, wenn wir uns in der Box befinden, dann sage, dass sie true ist, also richtig. Und wenn wir uns nicht in der Box befinden, also nochmal genommen, dann soll er falsch sein, also nicht angehakt. Ja, das ist schon mal unsere klein aufgebaute Abfrage der Triggerbox. Jetzt brauchen wir natürlich noch unseren Button. Dafür nehme ich jetzt einfach mal obligatorisch die Taste F, also Key und F. Scroll hier ein bisschen hoch, hier ist die Taste F, die habe ich jetzt einmal hier eingebunden. Wenn wir die Taste F drücken, soll er einen Branch ausgeben. Dieser Branch sorgt einfach nur, ob jetzt gerade true oder false ist. Und wir sagen, dass unsere Variable sozusagen get einmal die Condition ist. Also wenn, er soll sozusagen sich die Variable anschauen und wenn sie gerade richtig ist, dann stell das auf true, wenn es gerade falsch ist, dann stell es auf false. Wenn es auf True ist, soll ein Flipflop abgespielt werden. Warum ein Flipflop? Einfach aus dem Grund, weil wir wollen ja nicht nur nach oben fahren, sondern wir wollen auch mal wieder nach unten fahren. Also er soll das ständig immer wieder wiederholen, immer hin und her.
Und dafür haben wir hier sozusagen einen Flipflop drin. Jetzt brauchen wir unsere Animation. Die Animation wählen wir uns einmal hier aus. Wir können sie auch hier in unseren Viewfinder, in unseren Outliner hier auswählen. Gehen einmal hier wieder zurück und sagen einmal Play. Jetzt hat er unsere Animation hier schon direkt eingebaut und sagt, dass die Animation abgespielt werden soll. Jetzt soll sie aber nochmal reversen, also auch rückwärts laufen, damit der Fahrstuhl auch wieder nach unten fährt, natürlich. Als Target können wir den wieder auswählen, schieben uns das hier so ein bisschen hin, wie wir es haben wollen, und packen den einen in B und den einen in A und den anderen in B. So. Und schon haben wir im Grunde, sind wir soweit fertig. Jetzt haben wir sozusagen unsere kleine Triggerbox, unseren kleinen Fahrstuhl erstellt. Testen wir es einmal. Ich drücke hier einmal auf Compile, gehe hier zurück, speichere das einmal alles und drücke auf Play. So, wenn wir hier drauf gehen, passiert noch nichts. Wenn wir die Taste F drücken, tada, unser Fahrstuhl fliegt nach oben. Das ist super, wir können uns hier bewegen und der Fahrstuhl bleibt auch oben. Und wenn wir wieder hier drauf sind und die Taste F drücken, dann fährt er auch wieder nach unten. Ach, ist das nicht schön? Ja. Und so einfach geht das einfach, hier so eine kleine, Triggerbox-Fahrstuhl so zu bauen. Ich hoffe, euch hat es jetzt soweit geholfen und ja, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder etwas nicht so ganz verstanden habt. Und ich würde sagen, ich habe ja in letzter Zeit recht viel gelivestreamt und wenn euch meine letzten Livestreams nichts sagen oder ihr sie nicht schauen konntet aus irgendwelchen Gründen, dann habe ich eine Playlist zusammengestellt, die ist jetzt auch nochmal in der Infokarte verlinkt. Darüber könnt ihr euch nochmal die Games Sessions, die ich gelivestreamt habe, nochmal anschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, schreibt fleißig Kommentare. Würde mich freuen, falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, die man so in der Unreal Engine machen kann. Falls ihr da irgendwie was braucht oder mal was wissen wollt. Oder falls ihr kein Englisch könnt und ich mal mir was anschauen soll. Gar kein Problem. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt dieses Video, wenn es euch geholfen hat oder jemand anderen helfen könnte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und lasst es euch gut gehen.